Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an den Germanwings-Absturz von vor einem Jahr denken? Ja, ich glaube, man kennt noch jede Minute, jede Stunde, direkt nachdem einen die Informationen ereilt haben. Ich kann mich noch sehr gut an den Flug hinunter nach Südfrankreich erinnern, wo wir Stunden nach der Tragödie die Absturzstelle besucht haben und am nächsten Morgen dann die ersten Angehörigen getroffen haben. Ich glaube, solche Stunden, die vergisst man nicht. Und das gilt nicht nur für mich, sondern für alle, die bei Lufthansa involviert waren. Aber ich glaube, viel wichtiger als wie das, was der Lufthansa passiert ist, der Germanwings passiert ist, ist natürlich diese immerwährende Präsenz der Trauer, die dort über die Menschen gebracht wurde, die jemanden verloren haben, den sie lieben. Und da ist auch jetzt ein Jahr danach, glaube ich, hier auch im Hause kein Tag vergangen, wo wir nicht in irgendeiner Form uns mit diesem Thema befasst haben oder auch ich es nicht in irgendeiner Form eingebracht habe. Und als Sie dann erfahren haben, zwei Tage später, dass der Co-Pilot das Flugzeug absichtlich zum Absturz brachte? Da geht mir auch heute noch das durch den Kopf, was mir durch den Kopf ging, als ich diese Information bekam. Das haben wir uns hier im Hause, vielleicht in der Branche, in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können, dass so etwas jemand tut. Und dass das gerade noch einer unserer Mitarbeiter getan hat, der damit zum Täter wurde. Und das in dieser Fluggesellschaft, wo wir alle so stolz darauf sind, dass Sicherheit an oberster Stelle steht und das vom ersten Tag an hier jedem beigebracht wird, jedem Piloten, jeder Flugbegleiterin, jedem Ingenieur. Das war unbegreiflich, als ich die Information bekam, und das ist für mich eigentlich auch heute noch unbegreiflich. Was sehen Sie denn in dem Co-Piloten heute? Ist er ein Täter, ist er ein Opfer, ein Mörder, ist er ein kranker Mensch? Wie würden Sie ihn charakterisieren heute? Ich bin kein Jurist, aber wenn jemand 149 Menschen mit in den Tod nimmt, dann ist das für mich eben nicht Selbstmord. Und das war für mich mein Gefühl, meine Gedanken, als ich davon vor einem Jahr erfahren habe. Und das hat sich für mich jeden Tag seitdem bis heute auch nicht geändert. Was hat sich seitdem verändert bei der Lufthansa und vielleicht auch bei Ihnen persönlich? Ich glaube schon, mit sehr gutem Gewissen sagen zu dürfen, dass hier bei uns im Hause das Thema Sicherheit für jeden, der hier tätig ist, für jeden, der hier beginnt, als junger Mensch berufstätig zu sein, an oberster Stelle steht und eingeimpft wird. Aber durch diesen Tag im März hat es nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen. Und ich glaube, es gibt keine Mitarbeiterveranstaltung, die ich durchführe, wo ich nicht darüber spreche, dass alles, was wir in dieser Veranstaltung diskutieren, verblasst gegen das oberste Ziel, dass wir hier dafür zuständig sind, dass jeden Tag Menschen sicher von A nach B kommen. Aber wir mussten auch, wenn wir ehrlich sind, die traurige Erkenntnis alle nochmal mitnehmen, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann. Auch nicht im Luftverkehr, der die sicherste Art des Reisens darstellt. Das tut weh, jeden Tag, aber es ist so. Was ganz konkret konnte denn aber gemacht werden und soll auch noch gemacht werden, um sowas sich nicht wiederholen zu lassen? Also Stichwort Sicherheit im Cockpit, Stichwort medizinische Tests, Stichwort Austausch von medizinischen Daten. Ja, es hat sich ja beim Bundesverkehrsministerium wenige Tage nach dem schrecklichen Unglück eine Taskforce, eine Arbeitsgruppe gebildet, die dieser Frage nachgegangen ist mit Experten von allen Beteiligten. Und im Wesentlichen beschränkt sich das auf zwei Dinge. Wir brauchen einen besseren Austausch von medizinischen Daten zwischen Ärzten und den Behörden. Darüber denkt der Gesetzgeber nach und ich bin sicher, da wird es Fortschritte geben. Und wir werden aus unserer Sicht auch brauchen, dass ohne Anlass Piloten untersucht werden können auf die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Pharmazeutika. Das sind, glaube ich, die beiden Gesetzesänderungen, die jetzt angestoßen sind und die wir auch ausdrücklich unterstützen. Und ein drittes, ganz, ganz wichtiges Thema, was aber nachweislich bei uns im Hause auch schon optimal läuft, ist, dass es freiwillige Anlaufstellen gibt für Mitarbeiter, natürlich insbesondere für Mitarbeiter im Flugbetrieb, die medizinische, psychologische Probleme haben und hier ohne Angst, dadurch Nachteile erleiden zu müssen, dafür sorgen können, dass sie Hilfe bekommen und natürlich dann nicht mehr im Flugbetrieb tätig sind, bis diese Probleme gelöst sind. Wenn es das alles schon vor einem Jahr gegeben hätte, wäre das Unglück, die Katastrophe möglicherweise zu verhindern gewesen? Nein, ich glaube, wir müssen alle mit der traurigen Erkenntnis leben, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht geben wird und nicht geben kann. Trotzdem hat die Branche und natürlich auch unser Unternehmen die Pflicht, für mich auch die moralische Pflicht, nach einem so schrecklichen Unfall zu überlegen, was man noch
mehr tun kann, um die Sicherheit zu erhöhen und sich nicht damit zufrieden zu geben, dass nur weil die 100% nicht erreicht werden können, es nicht noch weitere Verbesserungen geben kann. Wenn das Tragische an solchen psychischen Erkrankungen ist, die lassen sich wohl ganz gut kaschieren. Ja, in der Tat haben wir natürlich, wir alle, viel jetzt gelernt in den letzten Monaten nach diesem 24. März. Und was uns Experten immer wieder bestätigen, ist, dass jemand, gerade intelligente Menschen, der mit so hoher Energie versucht, seine Erkrankung zu verbergen, damit immer erfolgreich sein können. Und nach dem, was wir bisher von den behördlichen Untersuchungen wissen, ist genau das ja hier erfolgt. Und wir waren natürlich auch erleichtert, als im Frühjahr letzten Jahres die Pressemeldung der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf uns bescheinigt hat, dass wir letztendlich keine Kenntnis von dieser Erkrankung hatten. Und es ist sicherlich eine Frage, die jetzt weiter untersucht werden muss, ob es überhaupt Tests und diagnostische Verfahren gibt, die so etwas gegen den Wunsch des Beteiligten sichtbar machen. Nach den Erkenntnissen, die Sie jetzt haben, würden Sie sagen, Germanwings oder die Lufthansa hat Fehler gemacht? Nun, ich glaube, die Frage endgültig im juristischen Sinne zu beantworten, haben die Behörden. Und wir stellen uns diesen Untersuchungen mit großer Transparenz. Und es ist Aufgabe der Behörden, diese Frage im juristischen Sinne zu beantworten. Ich glaube aber, es fällt schwer, wenn 150 Menschen tot sind, zu sagen, hier ist alles ideal gelaufen. Und deswegen glaube ich, haben wir alle, die Branche, der Gesetzgeber, vielleicht auch die Öffentlichkeit bei dem schwierigen Thema Schweigepflicht, die Pflicht, uns damit zu beschäftigen, was man noch tun kann, um die Sicherheit im Luftverkehr weiter zu erhöhen. Wer ist aus Ihrer Sicht verantwortlich für diese Katastrophe? Nun, ich bin kein Jurist, aber ich glaube, die juristische Frage werden die Behörden beantworten. Aber letztendlich ist der Täter, und als solches möchte ich ihn bewusst bezeichnen, natürlich für den Absturz des Flugzeuges verantwortlich, nach den Erkenntnissen, die wir bisher haben. Ja, Sie sprachen jetzt schon von der juristischen Seite. Es droht eine Klagewelle, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, mit natürlich deutlich höheren Forderungen, die dort gestellt werden. Bis zu 5 Millionen $ heißt es. Wie sehen Sie dem entgegen? Nun, wir haben versprochen und halten uns dieses Versprechen, dass wir weit über das, was der Gesetzgeber vorgibt, uns hier großzügig zeigen werden. Und wir sind mit vielen, vielen Familien zu konstruktiven Lösungen gekommen. Wenn andere Anwälte den Weg über die Medien oder andere Länder suchen, dann werden unsere Juristen sich mit der Frage befassen. Für mich gehört dieses sensitive Thema eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit, denn wie lässt sich Leid von Menschen mit Geld aufwiegen? Es gibt Angehörige, die empfinden das, was sie bekommen haben, nämlich zum Teil 10.000 € Schmerzensgeld, als Beleidigung. Es gibt natürlich keine Zahl, die das in irgendeiner Form kompensieren kann, was dort passiert ist. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen mehr zahlen, als der Gesetzgeber vorschreibt. Circa 100.000 € pro Opfer plus der Schadensersatz dort, wo jemand seine Familie ernährt hat oder noch viele Jahre hätte ernähren müssen und können. Über 15 Millionen für einen Fonds, der Projekte fördert, die den Opfern wichtig gewesen sind und an denen ihr Herz hängt. Aber all diese Millionen werden das nicht kompensieren können, was hier an Leid entstanden ist. Das ist leider so und das müssen wir, glaube ich, einfach auch irgendwie so verarbeiten. So schwer das für uns ist, so schwer das sicherlich auch für jeden, der Betroffenen ist. Aber Sie würden Ihr Verhalten schon als großzügig bezeichnen? Wir haben das von Anfang an gesagt, dass wir uns als großzügig verhalten werden. Weit über das, was der Gesetzgeber hinaus letztendlich fordert. Das ist auf eine Art auch das Mindeste, was Sie tun können, glaube ich, in dieser Situation. Aber ich habe nicht die Illusion, wie gesagt, mit Millionen das Leid heilen zu können. Die Angehörigen wollen ja auch deshalb in Amerika klagen, weil sie sich mehr Aufklärung erhoffen. Sie haben das Gefühl, dass die Lufthansa ihre Fragen nicht beantwortet und irgendwas vertuscht oder mauert. Und auch aus den vielen Begegnungen mit Angehörigen weiß ich, welche Trauer man dort empfindet. Und deswegen habe ich erstmal großes Verständnis und große Toleranz für jede Art von Reaktion, die Angehörige zeigen. Aber ich darf das öffentlich versprechen, was ich auch jedem Einzelnen versprochen habe. Wir vertuschen hier gar nichts. Es gibt nichts zu vertuschen. Und die Untersuchungen, die hoffentlich auch bald abgeschlossen sein werden, werden das aus meiner Sicht bestätigen, wie transparent wir hier von Anfang an mit diesem traurigen Thema umgegangen sind. Aber ich möchte auch keinem einen Vorwurf machen für irgendeine Form des Verhaltens, wenn jemand so eine
traurige Situation erleben muss, dann hat er zunächst mal mein volles Verständnis, egal was er sich als Reaktion überlegt. Im Prinzip ist das ja, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse, was Sie sagen, ein sehr einfacher Unfallhergang. Da war jemand, der hat über Jahre seinen Arbeitgeber getäuscht über seinen Gesundheitszustand, hat nichts darüber gesagt und hat dann, genauso wie ein Geisterfahrer auf der Autobahn, sich auf die falsche Fahrbahn setzt, hat er halt in dem Fall aber das Flugzeug mit 149 Menschen an Bord hinter ihm sozusagen in den Berg reingesteuert. So simpel? Ich habe mit dem Wort einfach und simpel ein Problem. Unfassbar ist eher der Begriff, den ich wählen möchte. Und deswegen fällt es mir auch immer noch schwer, auch wenn wir alle die Beschreibung jetzt kennen und ich mich auch durchaus als jemand bezeichne, der mich im Luftverkehr gut auskennt, ist es immer noch unbegreiflich, dass sowas hat passieren können. Und deswegen spüre ich auch diese Verantwortung von uns allen, die wir in der Branche in irgendeiner Form Verantwortung tragen, uns trotzdem immer wieder überlegen zu müssen, was kann in Zukunft getan werden, dass sowas niemals, niemals wieder passiert. Wie werden Sie jetzt den Jahrestag verbringen? Ich werde bei den Angehörigen an der Absturzstelle sein, in einer Zeremonie, die, glaube ich, in einer würdigen Form die Trauer dort gemeinsam verarbeiten lässt. Und ich glaube, da gehöre ich auch in meiner Rolle am 24. März hin.